So, schönen guten Abend zum Pressekonferenz nach dem Spiel aus der Rapid. Ich darf immer bitten, die beiden Trainer erst kurz ein Statement abgeben zu lassen und dann eure Fragen, wollen wir immer mit dem Trainer der Gastmannschaft beginnen. Zoran Barisic, bitte. Ja, wir sind natürlich sehr enttäuscht. Die erste Halbzeit war genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ging dann ja, kurz vor Ende das Ausgleichstor durch eine Standardsituation. Haben gewusst, dass die Austria jetzt aktiver sein wird in der zweiten Halbzeit, wo wir dagegen halten haben müssen. Und just in einer Phase, wo wir in Überzahl waren, haben wir wieder aus einer Standardsituation das 2:1 erhalten. Das Glück war nicht heute auf unserer Seite. Ich würde sagen, es war heute so, dass wir in der ersten Halbzeit besser waren, Austria war in der zweiten Halbzeit besser und insgesamt gesehen hat heute die glücklichere Mannschaft gewonnen. Danke, Soran. Trainer, ich darf dich auch bitten um ein Statement. Ja, Faktor Glück war ja nicht unbedingt unser bester Freund im Frühjahr. Heute haben wir mit dem Lattenschuss das Glück einmal auf unserer Seite gehabt. Das brauchst du aber auch, um zu gewinnen. Ich denke, die erste Halbzeit hat man ein paar gute Momente von uns gesehen, aber auch ein paar Momente, wo man wieder gespürt hat, dass die Verunsicherung in der Mannschaft ist. Der Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeit hat uns beflügelt natürlich. Aufgrund dessen konnten wir auch in der Halbzeit entsprechende Worte finden, wie wir das zweite Halbzeit angehen wollen. Wir haben da sehr viel Kraft getankt in der Halbzeit, das hat man dann gesehen. Und ich denke, aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg auch verdient. Dann in Unterzahl, mit ein paar Schiedsrichterentscheidungen war ich nicht zufrieden. Das, glaube ich, hat auch das ganze Stadion gesehen. Und auch eine harte rote Karte für unseren Ramsey. Weil ich denke, dass das erstmal überhaupt nicht gewollt war und zweitens mal keine gelbe Karte war. Und so mussten wir in Unterzahl spielen. Die Mannschaft hat das toll gemacht. Wir haben richtige Feuer daraus gezogen, richtige Energie daraus geschöpft. Die Fans haben uns optimal unterstützt und waren der 12. Mann auf dem Platz. Und das hat dann sehr beflügelt und ich denke, er verdient da Derby-Sieg. Danke, meine Herren. Fragen bitte. Die Frage 2, Korrektur deswegen, weil ich gemerkt habe, dass der Dackern nicht mehr ins Spiel zurückfindet, natürlich auch für die eine oder andere Aktion Pfiffe geerntet hat und ich wollte ihn schützen. Wir haben uns das ausgesprochen, auch dann in der Halbzeit noch einmal vor der Mannschaft. Wir sind ein Team und deswegen gibt es überhaupt keinen Vorwurf. Der junge Mann hat einen kleinen Fehler gemacht, der eine große Auswirkung hatte. Also du hast Guardiola gespielt, oder? Gibt es keinen Vorwurf von mir. Der Holzi, Raphael Holzhauser, hat gegen Sturm Graz nicht seinen besten Tag. Wir haben lange hin und her überlegt. Wir wollten auch aufgrund der Tabellensituation, der Punkteabstand zu Rapid, wollte man nicht alles gleich in die Waagschale werfen. Deswegen auch ein bisschen eine sichere Variante. Und ich glaube, den Holzi hat es auch ein bisschen gewurmt, dass er nicht von Anfang an dabei war. Und mit diesem Ärger in sich hat er heute dann ein großartiges Spiel geliefert und uns zum Sieg geführt. Ja, was du berufst, du hast gegenüber Graz alle vier Offensivpositionen umgestellt. Komplett. Ja, Graz war auch, der Philipp Zulechner war nicht so gut. Ja, nein, der Philipp Zulechner war auch nicht so gut im Spiel in Graz. Der Platz ist schwer zu bespielen. Ich glaube, das hat unser Gegner auch gesehen. Also es ist wenig Gras drauf und da sind eher die technisch besseren Spieler gefragt und deswegen auch die Aufstellungsvariante. Wir wollten auch ein paar frische Leute bringen. Rapid hat einige frische Leute bringen können und deswegen haben wir auch mit Meilinger und De Paula vom Startweg spielen lassen, den Gogo im Zentrum. Wir haben das auch mit dem Team gut abgesprochen. Die Jungs haben sich so am wohlsten gefühlt und deswegen haben wir das auch so gemacht. Hans. Gary, noch einer, um einmal ereignisreichen
mit Kritik überhäuften Woche muss es der Derby-Sieg nicht eine große Genugtuung sein. Der Derby-Sieg, glaube ich, ist für jede Mannschaft immer eine große Genugtuung. Das ist eigentlich das Fußballspiel in Wien schlechthin. Wer im Derby dabei sein darf, als Aktiver oder als Trainer oder als Fan, ist eine wunderbare Sache. Wenn du es dann gewinnen kannst, ist es natürlich eine super Sache. Und wir haben jetzt in drei Derbys zweimal gewinnen können. Aber es gibt auch nur drei Punkte, wenn man ein Derby gewinnt. Die berühmte Geschichte, wie du richtig sagst, gehört jetzt wieder mal bestätigt. Du hast gesagt, der Austerspießball von Hoffmann, war das wieder eine Müdigkeit oder was hat das bedeutet? Naja, dann Schlag kriegt auf die Achillessehne. Ja. Er hat Schmerzen gehabt. Noch eine Frage an den Ball sitzen und sagt, der Austria war der klügere Sieger. Kann man, wenn so der Trainer war, bitte trotzdem mit der mannschaftlichen Leistung zufrieden? Und Sie haben halt unglücklich verloren, oder? Ich war zum Großteil zufrieden, aber es gibt gewisse Dinge, die mich schon auch ärgern. Ja, wir wollten natürlich die Standardsituationen vor allem in unserem Drittel vermeiden und auch knapp vor der Pause dürfen wir uns einfach nicht so verhalten. Ja, es darf gar nicht zur Standardsituation für die Austria kommen. Und dann die Standardsituation zum zweiten Tor, da waren wir überall in Überzahl und müssen dann ein Foulspiel beginnen. Also das wundert mich schon. Bis jetzt war es so, dass wir nicht sehr viele Tore aus Standardsituationen bekommen haben. Und heute geht es wahr. Also deshalb ist es sehr bitter. Wir sind halt sehr enttäuscht. Wir sind sehr enttäuscht. Billy? Ja, vor allem in der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ja, wir wollten seinen Aktionsradius einhängen, weil wir gewusst haben, er ist ein guter Fußballer und vor allem auch verfügt er über einen sehr, sehr guten Schuss. Und das wollten wir natürlich aus dem Spiel nehmen. Ja, aber Standardsituationen. Ja, wie er reingekommen ist, hat er gleich mal in einer Aktion zweimal aufs Tor geschossen. Davor hat es die Austria nicht gegeben. Ja. Und da haben wir uns natürlich vorgenommen, dass wir seinen Aktionsradius einhängen. Ja, weil heute waren wir nicht imstande, das zu tun. Bami, welche Rolle siehst du eigentlich beim Holzhäuser am besten? Du hast den Sechser spielen lassen, Zehner spielen lassen. Na, die beste ist die, die er heute gespielt hat. Ja. Wenn er immer so spielt, ist das seine beste Rolle. Er ist sicher einer, der nicht auf der 10 unbedingt seine beste Hauptposition hat, sondern eher als Achter. Und er hat heute ein großartiges Spiel geliefert, so wie seine Kollegen auf dem Platz. Und ich denke, zweite Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Und deswegen auch verdient gewonnen. Bei beiden Mannschaften weiß man, dass sie bei Standards sehr gefährlich sein können. Ich habe gefühlte Ewigkeit auf ein Tor vom Schickhoff einmal bei einer Standardsituation gewartet. Heute ist passiert und deswegen war das jetzt einmal schon Zeit, dass er mal einen Kopfball da schießt, weil er ist ein Kopfballstark. Und wenn noch dazu das Siegestor gegen Rapid ist, tut natürlich für ihn auch doppelt gut. Trainingslager da auch schon. Billy, bitte. Rapid hat wieder Chancen liegen gelassen. Ja. Es war nur bei 1-1 und 2-1 zum Schluss noch ausgeregt. Du wirst mit der Anspruch jede Woche reden über diese vergebenen Chancen. Das kommt immer in das Geld. Ja. Nicht mitunter nachlässig. Da erlebt man ja angeschlagene Mannschaften in der Zunehmung. Leider. Es ist uns heute nicht gelungen, das zu Ende zu spielen, das fortzusetzen, nach dem Führungstor vor allem. Okay, dann kriegst du halt das Ausgleichstor durch eine Standardsituation und dann haben wir noch das 2-1 am Fuß, also das war eine hundertprozentige Torschance und den Ausgleichstreffer hast du auch noch am Fuß. Es passiert, das ist so. Wir werden
Natürlich, aber wir wissen ja, wir sind ja nicht eine Mannschaft jetzt, die nur Stärken hat. Aber solange das jetzt unsere Schwäche ist und wir diese in Zukunft reparieren können und da noch sehr viel Luft nach oben haben in Zukunft, ist das für mich auch kein unwichtiger Aspekt. Bitte. Der Innenverteidiger hat die Verteidiger die Tore geschossen. Stürmer bemüht, aber das Glück zulegt, ist diesmal, glaube ich, wieder nicht ins Spiel gekommen. Na, erst einmal ist er erst kurz bei uns. Zweitens mal hat er auch lange Zeit nicht unbedingt die Spielpraxis gehabt, die ein Stürmer braucht. Wir wollten ihn eigentlich zusätzlich zum Alexander Gorgon reinbringen. Leider hat sich der Gogo auch kurz vor der Pause so blessiert, dass wir gesagt haben, er soll es noch probieren, aber es ist dann nicht gegangen. Und dann als tiefe Spitze und dann das Ergebnis über die Zeit zu bringen, die letzten 5, 6, 7, 8 Minuten, hat er seine Sache eigentlich ganz gut gemacht. Er hat auch tolle Spiele geliefert gegen Altach zu Hause, wo er auch an vielen Aktionen, vielen Toren auch unmittelbar beteiligt war. Ein Stürmer ist immer so, wenn er dann sein Tor schießt, dann kann er auch explodieren und wir hoffen natürlich, dass er uns noch viel Freude bereitet. Alex? Ja, am besten wäre es, wenn wir mit Selbstvertrauen in das Spiel reingehen können und dass alle 100% Gas geben. Man sieht Woche für Woche, wie eng dass die ganze Liga im Moment ist. Und man kann fast auf keine Mannschaft setzen, dass die mal so richtig ihre Spiele so gewinnt, wie man sich das vorstellen kann. Und es ist alles ganz eng. Jedes Spiel musst du 100% geben. Und ich denke, wenn wir ein paar Prozent runtergehen vom Gas, das hat man in Wiener Neustadt gesehen, dann kannst du kein Spiel gewinnen. Ja. Du musst immer reingehen mit 100%iger Motivation und Einstellung. Erste Halbzeit hat man gesehen, wir haben ein paar gute Aktionen gehabt, aber dann auch Leerlauf drinnen, wo die Mannschaft auch das gespiegelt hat, wie es in der Meisterschaft ist, dass wir nicht so voller Selbstvertrauen strotzen, das ist ganz klar. Und wie gesagt, der Anschlusstreffer vor der Pause hat uns wieder sehr viel Kraft gegeben. Danach haben wir auch in der Halbzeitpause mit den Wechselungen, mit den geplanten und mit der Ansprache ganz anders reagieren können. Und das hat dann sehr viel Mut gegeben. Und in der zweiten Halbzeit hat man ein anderes Gesicht gesehen und da haben wir einen starken Auftritt gemacht. Obwohl Rapid natürlich zuerst einmal niedergerungen werden muss. Ja, das ist auch ganz klar. Und du brauchst auch immer in solchen Spielen das Glück des Tüchtigen und das haben wir aber heute auch gehabt. Okay? Diese Baumgartner-Rausrufe, hast du sie gehört? Ja, das ist natürlich keine so geile Sache. Ja, keine Ahnung, wie ich damit umgehe. Ich muss ja trotzdem draußen stehen. Ja. Ich versuche mich zu konzentrieren auf das Wesentliche. Und trotzdem haben die Fans die Mannschaft toll unterstützt und das war ein 12. Mann, vor allem in der zweiten Halbzeit für uns. Das hat uns sehr viel Kraft gegeben und die Mannschaft eigentlich zum Sieg getrieben, weil so wie wir dann gespielt haben, ist der Funke von uns auf die Fans übergesprungen und das war dann schon eine tolle Sache. Und wenn du dann noch ein Tor schießen kannst und das Spiel gewinnst, ist natürlich alles aufgegangen. Billy? Es gab die Frau, die das auch der Rapid-Trainer mit dem Schiedsrichter zu tun war. Gesehen, das Tor gestanden, Kopf gebreitet hat. War das noch ein Spiel? War das schon in der Pause? Mag ich nicht kommentieren. Gut, dann Dankeschön. Schönen Danke. Abend noch. Danke.